Heute, was geht ab, Leute? Hong hier. Mit, ich will nicht unbedingt sagen Neuigkeiten, weil es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Also, um genau zu sein, ist es gar nicht bestätigt. Und zwar ist es ein Leak zum nächsten Event und zu Gen 4. So, erstmal abstecken. Und zwar ist das heute auf Reddit aufgetaucht. Vom selben Typen, der auch das Wasser-Event geleakt hat und vorhergesagt hat. Und dann noch irgendein Doppel-XP-Event. Und ja, das hat es auf jeden Fall in sich. Da schreibt er auch am Anfang ein bisschen Hintergrundgeschichte, damit man halt seinem Post glauben kann oder Glauben schenken kann. Dann hat er halt geschrieben, dass er das Wasser-Event vorhergesagt hat und irgend so ein Doppel-EP-Event. Alter, was geht mit meinem Feuermelder ab? Und irgend so ein Doppel-EP-Event. Und dass er in letzter Zeit keine Informationen mehr bekommen hat, aber jetzt dann wieder. Aber diese Informationen diesmal von Niantic ein bisschen besser verschlüsselt wurden und zum Beispiel nicht einfach direkt übersetzt werden konnten. Und dann folgen die Punkte und die haben es wie gesagt in sich. Aber er schreibt selber, dass er sich nicht ganz sicher ist. Aber trotzdem schauen wir uns das mal an. Ich habe es mir angeschaut, weil es klingt ziemlich, ziemlich interessant. Es sind eine Menge Punkte. Das macht schon bereits viele Leute skeptisch. Weil normalerweise, wenn ein Event kommt oder so, 5 Punkte maximal hat ein Event. Also 5 Sachen. Und ja, das sind, glaube ich, warte mal, über 10. Also sehr unwahrscheinlich, dass alle zutreffen werden. Aber schauen wir uns das mal an. Also das Event ist ein Entwicklungsevent, was schon mal sehr interessant klingt. Neues Event, neue Sachen. Und zwar gibt es in Gen 4 eine Menge Weiterentwicklungen. So wie es in Gen 2 die Babys gab. Und die Babys damals sind auch zuerst gekommen. Deswegen würde das auch ganz gut passen, dass zuerst die Entwicklung kommt. Unter anderem werden hier genannt Weiterentwicklung von Magma. Mark Brandt heißt der, glaube ich. Elevoltec und Rihonio. Zweiter Punkt, Entwicklungs-Items und vor allem Entwicklungssteine gab es ja in den Spielen, in den Originalspielen, Feuerstein zum Beispiel, Elektro, zum Beispiel damit konnte Pikachu zu Raichu sich entwickeln und dann hat es im Anime den Stein verweigert. In Gen 1 gab es keine und dann ab Gen 2 sind die Entwicklungs-Items gekommen und dann in Gen 3 gab es glaube ich keinen, der ein Item benötigt hat zum Entwickeln und jetzt in Gen 4 wird es Sinn machen, vor allem zum Beispiel jetzt beim Evoli Sea Day. Da haben sich schon viele gefragt, ja, wie kann ich sicherstellen oder wie kann ich garantieren, dass ich von jeder Entwicklung ein Shiny habe. Weil theoretisch ist es halt Glückssache. Nach Tara und Psyana kann man ja beeinflussen mit dem Gen. Infovideo folgt eh noch zum Seeday. Aber jetzt zum Beispiel, wenn du Aquana, Flamara und Blitzer entwickeln willst und du hast den Namenstrick bereits verwendet, dann hast du nur noch 33% Wahrscheinlichkeit, eins von denen zu bekommen. Und ausgehend davon, wie viele Shinies man fängt, ist es ja nicht garantiert. Aber mit den Steinen würden sie es garantieren und das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Auch das würde gut dazu passen zu dem Event, weil Evoli kriegt 2 neue Entwicklungen und ich hatte mir auch so gedacht, an einem Tag kann man den einen entwickeln und an dem anderen Tag, also C-Day ist ja 2 Tage, Samstag, Sonntag diesmal, was sehr überraschend ist, also Niantic wird sich schon irgendwas dabei gedacht haben, dass es 2 Tage diesmal dauert. Dachte ich mir, okay, an einem Tag kriegt man die eine Entwicklung und an dem anderen die andere. Und auch das sind ja 2 neue Entwicklungen von Gen 4, das würde perfekt in dieses Event passen, wo zuerst mal die Weiterentwicklung von Gen 4 kommt. Dritter Punkt, das wird eine Menge Leute freuen, weil eine Menge Leute danach fragen, Doppel-EP fürs Entwickeln. Das letzte Doppel-EP-Event fürs Entwickeln ist schon Ewigkeiten her. Das war irgendwann Ende Februar, Anfang März, was halt 5 Monate her ist. Ausgehend davon, wann das Event kommt, sogar 6 Monate. Also zwischen 5 und 6 Monaten. Ich weiß es noch genau. Das war das Event, wo ich dann gesagt habe, hey, jetzt ist Schluss, ich jage nicht mehr die EP. Da habe ich die 80 Mille erreicht. Das war da, wo ich RTL 2 besucht habe. Und ja, das ist schon sehr lange her. Und in der Zwischenzeit habe ich sogar ohne Doppel-EP ein paar Sachen immer entwickelt. Und ich merke gerade, da steht Doppel-EP fürs Entwickeln und Pokestops drehen. Das heißt, Alex und ich könnten Dimi mit nach Augsburg nehmen und dort könnte er Level 40 werden. Punkt Nummer 4. Pokémon-Inventar wird auf 2000 erhöht. Es gab nicht Gerüchte, sondern das war echt auf der Seite von denen, dass der Platz auf 2000 erhöht wird zum Jubiläum und dann irgendwie wurde das wieder von der Seite runtergenommen. Ich habe es echt gesehen auf der Seite, also das sind nicht irgendwelche Gerüchte oder Gemunkel, es war tatsächlich auf deren Seite. Dann war es wieder weg und jetzt anscheinend soll es für dieses Event wiederkommen. Ein kleiner Nebenpunkt, erhöhte Wahrscheinlichkeit aus Pokéstops Entwicklungs-Items zu bekommen. Okay, macht Sinn, wenn das Event Entwicklungs-Event ist. Nächster Punkt.
erhöhte Spawnrate von entwickelten Pokémon, also von höheren Stufen. Macht auch Sinn für ein Entwicklungsevent. Dann der nächste Punkt, sehr interessant. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, wo ich mich vielleicht falsch formuliert habe, aber ich glaube, die meisten haben mich einfach falsch verstanden. Und zwar der größte Unterschied zwischen damals und heute mit den Rare Spawns. Und zwar seit Gen 3 gibt es keine Entwicklungen mehr wild zu fangen. Also die Höchstentwicklung zum Beispiel. Es gibt kein Leta King, kein Gutalanda, kein Godewar, kein Milotic. Aber, und da habt ihr mich falsch verstanden, es gibt immer noch Dragoran, Despotar, Gyarados. Die gibt es immer noch, aber seit Gen 3 gibt es keine mehr. Von den neuen Gen 3 Sachen. Also irgendwie haben mich die Leute falsch verstanden, wo die glauben, dass ich meinte, dass seit Gen 3 es gar keine Weiterentwicklung mehr gibt. Ich meinte, seit Gen 3 gibt es keine von Gen 3 mehr. Die davor, Gen 1 und Gen 2, gibt es immer noch. Und ja, anscheinend für dieses Event sollen dann wild die Gen 3 Entwicklung kommen. Was halt, ich würde es mega feiern. Okay, Maps sind tot. Also nicht ganz so spannend, aber hey, trotzdem. Wildes Brutalanda fangen, wildes God of War, sogar wildes Leder King. Sogar sowas ist geil. Also, sowas würde mir auf jeden Fall taugen. Wildes Logok, Sumpex, wie heißt der andere? Gewaldro. Ist doch episch. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Dann Questbelohnung, Entwicklungsitems. Wen juckt's? Vor allem, wenn sie erhöht aus den Stops kommen. Dann will ich die nicht auch noch als Belohnung für die Quest haben. Und dann natürlich neue Raids. Hier wird als Beispiel genannt Sherox, was auch ganz cool ist. Weil Sichler gab es ja als 3er Raid. Und dann die Entwicklung Sherox. Onyx gab es auch als 3er Raid. Entwicklung davon Stalos. Also das würde auch schon ins Thema passen. Wäre eigentlich ganz cool. Ich meine, es gab Quappo als Raid-Boss. Vielleicht machen die dann Quaxo. Es gab Lamos. Vielleicht machen die dann Lashoking. Also das ergibt alles schon irgendwie Sinn. Also so weit hergeholt ist das Event nicht. Also ist alles sehr plausibel. Natürlich dann neue Boxen. Mit Glücksei und Raid-Pässen steht da angeblich. Und anscheinend kommt davor ein Update. Ja, an sich klingt das ziemlich, ziemlich cool. Manche sagen, es klingt zu gut, um wahr zu sein. Wir werden es sehen. Es war eine Info von einer seriösen Quelle, also wer weiß. Ich bin da zuversichtlich. Vor allem, ich habe es bereits im Stream angesprochen, zwischen jetzt und dem nächsten Event ist eine Menge Zeit. Ist gerade momentan eigentlich nichts los. Deswegen könnte ich mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Aber wie gesagt, eure Meinung unten in die Kommentare zu dem Ganzen. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, neuer Shop, neue Preise, lohnt sich auf jeden Fall. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.